Deswegen, das hat mir halt nie was gebracht oder so, dass es irgendwie close war. Ja. Aber auch ähnliche Story jetzt mit Arthur gegen Nikki, ne? In Winners war es auch mega close, aber Arthur konnte es nicht klatschen. Ja, das bringt halt nichts. So, im Endeffekt sehen wir, bei Arthur wird ein L stehen und bei Nikki ein W vom Bracket ja. Ich weiß. Arthur muss es resetten. Das ist das, was zählt. Haufen Arbeit. Ist auch die Frage, ob wir diesen Set FD sehen werden. Ich tippe auf Nein. Ich glaube schon. Ich glaube, Arthur muss es, wird sich vielleicht denken, ey, in Winners hat es nicht so geklappt, vielleicht muss ich mal was anderes probieren. Ja, das stimmt. Ich meine, diesmal hat er ja auch, also in Winners ist er wieder zurück auf Battlefield gegangen, hat er auf Battlefield gewonnen. Aber falls er Battlefield Game 1 gewinnt, dann was ist dann sein zweiter Counterpick, abgesehen vom Stadium? Also müsste er dann eigentlich ja FD gehen. Oder ja, sich schon, ja. Oder ist er Madman oder geht einfach Dreamland? Ich glaube nicht. Mein Fountain ist auch alright. Ja, ja. Also ich würde sagen, Fountain ist so mehr so ein cool Stage in dem Matchup. Ja, finde ich so auch. So Battlefield oder Fountain. Grand Final, halt. Ja, Grand Final. Ja, ich denke mal, irgendwie ist es Fox Favorite Fountain, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ist ja genauso groß wie Yoshi's, ne? Aber halt weird mit der Plattform. Auch gar nicht so schlimm für Marv. Mhm. Eigentlich die Plattform will. Kann man halt ein bisschen Shading graben, wenn man Lust hat. Ja, mal schauen, ob Arthur jetzt diesmal noch ein bisschen mehr rausholen kann, dass im Winner Set oder ob Niki jetzt einfach ganz souverän zeigt, wer der beste Spieler Deutschlands ist. Sind wir noch im Schedule? Wenn Niki schnell macht, ja. Ah, nice. Laut Schedule in 17 Minuten Siegerehrung von ja. Heide, die nicht da ist. Ach, die Scheiße. Ist einfach schon gedippt. Da muss irgendjemand anderes übernehmen. Ja. Aber ja, wenn Niki TOs respektiert, macht er schnell. Ja. Oder Arthur macht einfach ein 6-0, dann wären wir vielleicht auch noch drin. True. Aber ja, weiß ich nicht, ob das so passieren wird. Aber er ist sick. Ich meine, man muss halt dazu sagen, es ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch somewhat in der Schedule sind. Wegen dem Tiebreaker. Nach dem Tiebreaker. Und wo ein Set davon halt 24 Minuten ging. Wie ist es bis zu Schedule gekommen? Wir waren noch so eine Stunde oder so behind. Ja, keine ja. Ahnung. Die Leute haben schnell gemacht. Ja, haben schön ihre Sets gespielt, nicht gestorben. Obwohl, eigentlich haben die nicht so schnell. Ich glaube, legitim, warum wir in der Schedule sind, ist einfach, dass Jan Dennis 3-over. Ja. Ansonsten wären wir immer noch eine Stunde behind. Und oh, aber Niki respektiert auf jeden Fall sehr stark den Schedule gerade. Ja. Er will wahrscheinlich auch nach Hause. Er muss ja auch zurück nach Falkensee wieder. Oh, okay. Der wohnt hier nicht um die Ecke. Das ist hart, aber zumindest kam er hier, um noch das Geld einzusammeln. Oh, ich glaube, er wohnt wahrscheinlich trotzdem näher dran als ich. Fuck. Ah, das war auf jeden Fall ein Mess auf der Downsmash. Catch noch mit davor, der. Ja. Ah, ja. Die Abwehr war es leider nicht. Ich glaube, da hätte er vielleicht so ein bisschen slower sein können. Ja. Und einfach grabben. Oh, sehr schön. Trotzdem noch quicker für die schönen Tipper. Ja, kann anscheinend nicht mehr crouchen da. Wurde genockt auch von der Berge. Ja, schade. Bisschen zu weit weg für den Grab. Schöner Dash von Niki. Von Karin sogar eine Berge rausgeworfen. Oh, was? Das war sick. Oh, second hit auch. Das reicht nicht. Komisch. Ja, aber wirklich nur wegen 1-2%. Ja, same. Diesmal die Backer auch auf der gutes Top. Mix-up. Ja. Also, du gibst ihm halt die Chance zur SDI, wenn du eine Abwehr machst. Ja. Deswegen hatte ich nicht gedacht, nee, ich mach jetzt einfach eine Backer, die je nach DI tötet vielleicht eh auch nach oben. Ja, das stimmt. Ich glaube, mit richtig gutem DI von Arthur hätte er noch überleben können, aber wie gesagt, ist halt auch ein Mix-up. Aber auch gerade eben, eine SDI von Arthur sehr gut, hat auch ein bisschen Damage bekommen. Leider kein Stalker, aber das ist ja auch ziemlich viel. Oh, er wusste. Ja, stark. Einfach die Ledge gesnackt. Super vor Arthurs Augen. Oh, noch ein Shine Grab, die sind auch super. Die sind doll. Prima. Ja. Oh, was? Oh. Das, ja, das ist mal so ein sickes Vorteil. Niki, sehr stark, ja. Kann man glaube ich so sagen. Er sieht auf jeden Fall noch stärker aus als im Winners. Und schon wieder Mix-up. Ja, knappe Sache. Arthur wollte vielleicht noch an dem Marv-Killer vorbei. Ja. Leider nicht geklappt, aber man respektiert den Versuch. Ja, Arthur hat halt auch so gerade so diese Backe halt so komplett weg, weil wahrscheinlich so ja. Diese Abwehr nach rechts SD ein wollte. Oder halt ja. Die ein wollte.
Niki, natürlich so klug wie er ist, weiß, ey, wenn ich ihn jetzt backe, dann ist er tot. Und es hat funktioniert. Oh, das war super. Wow, das könnte ein Death sein. Ja, fast. Das sieht man auch nicht so häufig auf Marv. Zero to Death ist super hart, also es ist halt super easy, mal so mit so einer Upper String oder so, halt so mal 70-80% reinzubuttern. Aber wirklich einen Kill davon zu kriegen, je nach, also auf Yoshis ja, aber auf den meisten Stages, die keine Top-Plattform haben, wie sowas, geht nicht. Schon selten. Und direkt Arthur auch mit der Kombo von sich selber, wieder zurück zu antworten. Ja, Niki, ja, der kriegt diese. Ja, er kann das. Ja. Oh, Running Shine, näher, nice. Ich glaube, da kann man aber auch einfach up-air, ne? Ja, ist glaube ich besser. So, aber das ist halt auch super hart. Ja, ja. So, gerade auch so einen Aerial Drifter zu behalten. Ja. Ich glaube, so IBDW hat auch letztens irgendwie so auf Twitter gepostet. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich liebe halt Running Shine up-air, aber es ist verdammt schwer. Ja, ja, es ist super geil. Aber ich finde so, jedes Running Shine Aerial, was nicht näher ist, ist super hart. Ja, und auch so der, wenn du halt so zum Zielstick musst. Ja. Boxspieler können leider nicht relaten, ja. Aber halt mit dem Controller super hart. True. Oh, Niki kurz davor, sein Stock hier noch ganz doll zu melken, aber wenn Karo hier noch ganz schnell den Garaus macht, könnte er sein Advantage pushen. Ja. Ja, vielleicht ein Abzug, ne? Nee. Ja, war nicht die richtige Position. Aber das reicht auch so oder so. Okay, trotzdem den Kill bekommen, stark. Das Stadium zahlt sich auf jeden Fall sehr aus für Arthur. Ah, ob er wirklich diese Zeit wie haben wollte? Ah, wurde trotzdem noch geklippt von der Berg, ja. Ich dachte, Arthur hätte es richtig getimt mit der Abi. Hätte er noch ein ganz mini bisschen länger warten müssen. Ja, das ist halt immer so schwer. Das ist halt so. Ja, ist halt. Richtig komplex, einfach so Marv Fox Edgeguard Game. Ja, übel. Du hast halt so viele kleine Mix-Ups. Das sieht halt so nach außen halt relativ straightforward aus, aber das ist so by far nicht. Ja. Und Niki mit auch gerade extrem viel Damage durch den Overshoot Up Smash. Und? Jabs? Ja, die Jabs hat er. Aber trotzdem geht noch weiter. Es geht noch weiter. Oh, das kennt. Oh! Das war richtig schön. Also, er wollte ziemlich sicher für eine Dare gehen. Yeah, aber er hat halt so realisiert, ey, irgendwie habe ich mein Dash nicht so richtig bekommen oder so. Yeah. Und hat halt so improvised. Und ich glaube, so die wenigsten Marvs würden halt unbedingt auch in der Situation, in dieser Panic-Situation dazu kommen. Okay, ich mache doch wieder eine Abi. Ich meine, Arthur kennt es noch von früher. Aber auf jeden Fall, dass er so diese Awareness hatte, ist richtig, richtig beachtlich. Ja, das war großartig. Wäre ich wahrscheinlich einfach gefreezed so nach der Vorhand. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Ich habe auch einfach kurz überlegt, eine Sekunde, was mache ich jetzt? Ich glaube, viele Leute werden halt trotzdem einfach für die Dare gegangen. Ja. So, ey, vielleicht hittet die ja noch. Oh, aber das könnte. Ah. Ich würde Arthur es even machen im Game Count. Oh! Oh, er covert beides. Oh, sick! Oh mein Gott! Wirklich sick. Krank. Ich finde das mal voll scary, wenn Fox so low droppt, also als Marv dann die Abi zu bekommen, nicht geburnt zu werden und zu sweet spotten. Aber wirklich sehr beeindruckend von Arthur, dass er hier mit Niki mithalten kann. Jetzt kommen wir erstmal zum Counterpick Dreamland wahrscheinlich wieder? Ja. Ja, ja. Wie letztes Mal. Und sofort der Shine Grab am Anfang. Es ist einfach so gut in dem Matchup. Ja. Oh, ah, das war schön. Ah, nach unten gehalten und das kostet ihm einen Stock. Man muss immer aware sein, Füchse können nach unten halten und dich scheinen. Ja. Oh, das legendäre Double Upshield. Er Smash? Ja. Stark. Das macht Arthur super oft. So, gerade wenn er so bemerkt, okay, ich kann ja nicht mehr so viel aus dem Punish rauskriegen. Ich hoffe vor allem, dass der Gegner falsch geeilt und ich F-Smash ihn einfach zu Tode. Aber Niki hat relativ gut geheilt. Ja, auch wenn er danach trotzdem gestorben ist. Ich glaube, er wäre auch zu Lash gekommen, aber es war ein kleiner Flop, den das Leben gekostet. Ja, er hätte auf jeden Fall noch überlebt. Ja. Ach ja, okay. Möchte einfach weiter juggeln. Funktioniert bis jetzt. Ja, das ist natürlich auch schwer. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ja, alle schauen gerade einfach nur zu. Man muss auch dazu sagen, es sind auch nicht viele Leute hier. Und es sind nicht mehr viele da. Also, gestern waren halt noch sehr, sehr viele Leute. Das ist halt das Problem, dass du halt ein Event hast, was halt
basically Invitational ist. Yeah. Oh, 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 oh. Und vor allem, wir haben halt auch Sonntag. Ja. Ich sollte eigentlich auch nicht mehr hier sein. Ja, ich auch. Aber ich bin ziemlich dumm und mache trotzdem Commentary hier, obwohl ich noch Stuff zu tun habe heute. Same, Leute. Deswegen hoffe ich auch, dass Niki nicht mehr allzu lang braucht oder Arthur es schnell macht. Ja. Aber 2-1 jetzt. Ja. Tournament Game für Arthur. Auch sehr beeindruckend. Wenn er jetzt verliert. Und jetzt kommt Fountain. Warte, Arthur kriegt Fountain? Ja. Das hat er letztes Mal gewählt. Ah, ne, er hat auf Battlefield. Nee, er wollte nicht auf Battlefield. Ah, jetzt verstehe ich. Nee, ja. Wie du meinst, ne, dass er da wirklich auf Fountain geht, hätte ich gar nicht gedacht. Der Fountain ist eine. Also, ist jetzt keine krass gute Stage für Marv. Es ist halt so eine Neutral Stage. Also, normalerweise, wenn ich irgendwie gegen Shima spiele oder so, ja, starten wir meistens auch auf Fountain oder Battlefield. Und tatsächlich auch mehr Fountain. Okay. Ah, ein bisschen Dash. Nach dem Upthrow, Niki. Oh, er spielt das schön. Oh, schön. Bisschen risky, aber er wusste, dass Arthur halt schön low droppt. Ja. Von bei den Prozenten, so Niki war so bei 30. Ja. So, ob das so wirklich worth war, aber ich meine, es hat geklappt. Auf jeden Fall, aber Arthur auch schon wieder mit einer super Combo in den Tipper. Klaus den Stocker aus. Down herunter, super. Nochmal, ich wusste es, aber... Oh, schöner Dash Dance von Niki. Die Rolle da aus der Corner, die sieht man häufig. Ja, schönes Basing wieder näher. Und einfach der Raw F-Smash. Ja. Manchmal tut er auch seinen Job. Oh, die Downer war gut. Oh, ja, wollte ich ihn catchen. Ich meine, er wurde auch dafür nicht gepunished. Also, ja, alles gut. Oh, das war sick. Oh, Niki catch Arthur. Oh, er kommt knapp nicht mehr auf die Stage. Super von Niki. Oh, Double Drill, aber... Ah, nein. Oh, das wollen wir nicht sehen in den Grand Finals, aber... Oder vielleicht wollen wir es sehen, dann geht es vielleicht ein bisschen länger alles. Arthur Believer wollte es. Arthur Believer auf jeden Fall. Oh, noch... Ah, den Schein kennen wir schon wieder. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass er es gemacht hat. Oh, Abtilt. Oh, hätte nochmal Turnaround müssen. Oh, die Plattform! Oh, na, aber er kriegt noch eine Chance. Oh, schon wieder! Die ist ein bisschen nach oben gegangen. Oh mein Gott. Fonten will echt nicht, dass Arthur gewinnt, ne? Aber... Air Smash. Oh mein Gott. Ja, okay, okay. Oh, er kriegt den Drill. Niki braucht halt ein Juicy Opening und es sieht ganz anders aus. Oh, aber die Prozesse sind auch so ein bisschen awkward jetzt. So, ja, weil Niki viel zu hoch ist. Braucht Arthur halt so einen Raw-Hit oder halt... Oh. Aber so Grabs tun nicht mehr den Job. Oh! Oh mein Gott. Es wird geschrieben. Es wird auf jeden Fall sehr viel geschrien hier in der Band. Oh, was war die Leute sind angespannt. Oh, er will einfach Edge kommen. Oh! Oh mein Gott. Aber er holt jetzt einfach... Niki holt jetzt einfach noch zurück. Und ja, das war's. Wow, das war ein gutes Game 4 geht an Niki und damit ist er jeder Playoff Champion. Und nimmt damit auch ganz schön viel Geld noch mit nach Hause. Er geht schon dreistellig nach Hause. Das ist insane. Aber zumindest hatten wir ein auf jeden Fall competitive Grand Final, auch ein gutes Winners Final, fand ich. Es war auf jeden Fall schon ziemlich nice. Also es war nicht so ein Wash, wie ich halt gedacht hätte, weil Niki halt schon der Favorit ist, aber Arthur hat wirklich so gezeigt, nee, ich kann schon mit ihm mithalten, selbst wenn ich kein Set gewinnen kann. Ja. Aber reicht halt leider nicht. Und Niki schon wieder dominant in Berlin. Absolut. Bester Spieler Berlins, bester Spieler Deutschlands. Da kann man nichts machen. Ja, er hat es geschafft. Wir brauchen halt irgendeinen anderen, der mal genauso gut wird. Vielleicht wird es Arthur, vielleicht wird es irgendwann Konsti. Was machst du? Das Mikrofon hier? Ja, warte. Okay!